So, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Chaos-Treff und zu meiner chaotischen Viertelstunde. Ich wollte euch kurz ein paar Minuten von was erzählen, mit dem ich mir neulich Teile meines Alltags deutlich erleichtern konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jemanden bei euch gibt, dem was Ähnliches auch helfen könnte. Mein Problem war folgendes: Ich entwickle ja, wie viele von euch wissen, Paytix, eine Websoftware zum Verkauf von Veranstaltungstickets. Und wenn ihr auf die Pretix-Webseite geht, dann findet ihr da Screenshots von der Software. Und wenn ihr in die Dokumentation geht, dann findet ihr da Screenshots von der Software zwischen den Erklärungen. Und ab und zu drucke ich mal so eine Werbebroschüre, da sind Screenshots drin. Überall gibt es irgendwie Screenshots von dieser Software. Und da ist normalerweise das Problem, dass die fürchterlich veraltet sind. Das liegt hauptsächlich daran, dass es super ätzend ist, die zu machen. Man muss immer irgendwie seinen Browser auf eine konsistente Größe kriegen. Dann muss man irgendwie sich das so einrichten, dass man da Testdaten hat, die sowohl vorzeigbar sind, als auch nicht völlig langweilig. Dann muss man diese ganzen Screenshots machen und dann hat man irgendwie vergessen, dass da oben irgendwie noch die Developer-Toolbar drin war und jetzt kann man dann nochmal von vorne machen. Und das ist super ätzend, deswegen macht man es nie. Deswegen hat man die ganze Zeit überall alle Screenshots, alte Screenshots. Jetzt habe ich neulich angefangen, mehr Dokumentation zu schreiben. Und hatte dieses Problem plötzlich immer öfter und habe gesagt, okay, eigentlich will ich jetzt nicht anfangen, mehr Dokumentation zu schreiben, wenn ich schon weiß, dass da dann lauter bescheuerte Screenshots drin sind. Also hätte ich diese Screenshots gerne automatisch. Habe ich mir ein paar Zutaten zusammengesammelt. Die erste Zutat ist Selenium. Wem von euch sagt Selenium was? Okay, also Selenium ist sowas wie eine Fernsteuerung für einen Browser. Das heißt, ich nehme einen beliebigen Browser, das ist das Coole, das funktioniert mit Firefox, das funktioniert mit Chrome, das funktioniert mit PhantomJS, ich glaube, es funktioniert auch mit Internet Explorer, ich weiß nicht, ob es mit Safari funktioniert, aber ich kann alle gängigen Browser nehmen, da Selenium dazwischen, da dran käme und dann kann ich eine beliebige Programmiersprache nehmen und Befehle an den Browser schicken. Befehle der Form von lade diese Seite, scrolle ein bisschen runter, klicke auf diesen Button, klicke auf jenen Button, gib da einen Text ein, klicke weiter. Also ich kann das wirklich die Interaktion mit der Webseite steuern. Das wird normalerweise verwendet, um hauptsächlich frontendlastigere Web-Applikationen zu testen. Also es ist eigentlich ein Testing-Tool, dass ich irgendwie sage, okay, gehe auf diese Seite, gucke, ob diese Elemente da sind, gucke, was passiert, wenn du darauf klickst, dass dann das passiert. Funktioniert das alles? In meinem Fall will ich nichts testen, aber das ist auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzung dazu. Jetzt Selenium, wie gesagt, steuert einen Browser fern. Aber was für einen Browser nehme ich jetzt? Ist immer ein bisschen ätzend, weil wenn ich da einfach den Chrome auf meinem Laptop nehme, dann sieht das zwar ganz witzig aus, wenn man ihm dabei zugucken kann, wie er die Sachen in die Formulare einträgt und da so rumklickt und der Computer macht und tut, aber es ist eigentlich total nervig, weil erstens kann ich so in der Zeit nicht wirklich meinen Computer benutzen, zweitens hängt dann die Größe der Screenshots von meiner Displayauflösung ab und sowieso wie mein Window-Manager das gerade macht und das will man eigentlich gar nicht. So, und eigentlich hätte man gerne was, was man auch irgendwie auf einem Server laufen lassen kann. War bisher die einzige Lösung, die man hatte, PhantomJS. PhantomJS ist so eine Node.js-Browser-Implementierung, die kann auch irgendwie Screenshots rauslassen, aber ist nicht geil, die hat kein geiles Rendering und unterstützt auch nicht alle Web-Features, das ist nicht so schön. Deswegen cool, seit Chrome 60, also seit sehr, sehr kurzem, gibt es Chrome Headless. Man kann Chrome in einem Modus starten, der kein Display mehr braucht und keinen X-Server, sondern der einfach nur dazu da ist, damit solche Programme wie Selenium damit interagieren können. Das ist ziemlich cool, denn jetzt kann ich dem einfach irgendwie über andere Optionen noch eine gewünschte Display-Auflösung mitnehmen und da läuft ein voller aktueller Chrome mit allen Features, die Chrome halt hat, ohne dass ich ihn sehen muss. Die nächste Zutat ist PyDotTest. PyDotTest ist ein Test-Runner für Python, der es ziemlich einfach macht, Unit-Tests in Python zu schreiben. Jeder, der programmiert, sollte auch Unit-Tests programmieren. Jeder, der Python programmiert, sollte auch Unit-Tests programmieren. Und ich empfehle dafür PyTest, weil es schöner ist als die Standardmethoden unter Python. Und PyTest funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich habe hier irgendwie eine Funktion, die macht irgendwas. Und jetzt schreibe ich eine zweite Funktion, die diese erste Funktion testet, die irgendwie aufruft und dann irgendeine Bedingung prüft. Und dann sage ich PyDotTest, kann hier im Zweifel noch einen Dateinamen übergeben. Und dann führt er die alle aus und sagt mir, was geklappt hat, was nicht. So, wir wollen jetzt hier zwar gar nicht testen, aber wir haben jetzt hier was sehr gut darin ist, viele kleine Funktionen auszuführen und noch ein paar Features bietet, die gleich sehr, sehr nützlich werden. PyTest kann nämlich Fixtures. Fixtures sind so gedacht, dass wenn ich Tests schreibe, dann passieren meine Bedingungen, die ich prüfe,
dafür brauche ich ja immer irgendwelche Vorbedingungen. Und ich will jetzt nicht in jedem einzelnen Test wieder schreiben, erstelle einen User, gib diesem User Rechte, erstelle eine Veranstaltung und dann teste, dass das und das geht. Sondern das möchte ich einmal irgendwo schreiben, zentral haben und nicht, damit meine Tests nicht beliebig lang und repetitiv werden. Und das Tool in PyTest dafür sind Fixtures. Und Fixtures funktionieren so, dass ich die Fixture einfach als Python-Funktion mit dem Decorator PyTest.Fixture definiere. Also dieser Fixture, das ist irgendeine Funktion, die irgendwas zurückgibt. Und meine Testfunktion können dann sagen, sie wollen diese Fixture, indem sie einfach hier den Namen dieser Fixture als Parameter annehmen. Und dann macht PyTest irgendwie Magie, findet raus, welche Funktion wir da eigentlich meinen, führt die aus, nimmt dann den Rückgabewert, fügt ihn bei uns ein. Das wird ganz schön mächtig am Ende, weil diese Fixtures, die können aufeinander dependen. Diese Fixtures, die können nicht nur einen Wert zurückgeben, die können verschiedene Werte zurückgeben. Dann wird der Test für jede dieser Werte einmal ausgeführt. Kann man so eine schöne Parametrisierung schaffen. Man kann mit denen alles mögliche nützliche Zeug machen. Aber genau das, dass wir irgendwelche Vorbedingungen haben, die wir nicht immer schreiben wollen, bevor unser Test läuft, genau das Problem haben wir hier ja auch. Wir wollen immer irgendeinen Zustand erreichen und dann da einen Screenshot machen. Deswegen ist das irgendwie super nützlich hier. So, in meinem Fall ist das eine Django-Applikation, da wird alles noch ein bisschen rosiger. Bis jetzt hätte man das so mit jeder Web-Applikation, die man sich vorstellen kann, machen können. Es müsste nicht mal eine sein, die ihr geschrieben habt. Ihr könntet das irgendwie damit irgendwie Screenshots von google.com oder so machen. Das Schöne, wenn es ein eigenes Django-Projekt ist, ist, dass ihr mit PyTest Django in so einen Modus kommen könnt, dass für jeden Test, dass während der Tests das nicht auf eine echte Datenbank zurückgreift, sondern auf eine im Speicher liegende, nur für diesen Test existierende SQLite-Datenbank, die dann nach jedem Test wieder zurückgesetzt wird auf einen definierten Zustand. Das heißt, jeder Test startet wieder beim Nullzustand, ohne dass ich irgendwie aufwendig irgendwelche Datenbanken anlegen, löschen muss. Das ist eine praktische. Das andere praktische ist, dass in diesem Testrunner selbst das Ding als Prozess läuft, einen Webserver aufmacht und den der Chrome dann erreichen kann. Das heißt, ich muss mich um all das gar nicht kümmern. Ich sage einfach, hier schreibe ich eine Zeile Python, die irgendwie Objekte anlegt, die ich zur Verfügung haben will. Und dann sage ich, so ruf die Seite auf und mache einen Screenshot. Ich muss mich um wenig anderes kümmern. Jetzt gucken wir uns an, wie das geht. Ich muss ein paar Python-Pakete installieren. Hier irgendwie halt Prätext, dass ich halt screenshotten will. PyTest die Django-Integration, Selenium und die PyTest Selenium-Integration. Das ist erstmal alles, was ich brauche und halt irgendwie Chrome und den Chrome-Driver und so. Und dann bin ich perfektionistisch genug, dass ich sagen will, es sind keine Tests. Ich will jetzt nicht, dass die alle Tests so und so heißen. Ich gehe jetzt irgendwie an die Konfiguration von den PyTest ran und sage, ich will irgendwie von Scenes statt Testfiles und von Shots statt Testcases sprechen. Ich will dann halt irgendwie, dass das auch am Ende hübsch aussieht. Ist aber im Grunde eigentlich egal und ich baue hier irgendwie mit rein, dass ich sagen will, okay, die sollen in Chrome laufen. So, jetzt muss ich meine Fixtures definieren. Das sind relativ einfache Python-Funktionen, die sowas sagen wie, erstelle mir einen User mit dieser E-Mail-Adresse und diesem Passwort. Erstelle mir einen Veranstalter und so weiter. So habe ich irgendwie so kleine Fixtures für alle möglichen Objekte, die ich irgendwie erzeugen muss, um in einen Zustand zu kommen, in dem ich ohne großen Aufwand das, was ich abbilden will, ein Screenshot von machen kann. Genauso erstelle ich eine Fixture, die mir eine Selenium-Verbindung aufbaut und mich dann als allererstes erstmal den Benutzer, den ich gerade erstellt habe, einloggt. Das heißt, hier haben wir so eine Fixture, die auf anderen Fixtures dependet. Die dependet erstmal auf einer Fixture, die wir von PyTest Django schon geschenkt kriegen. Die dependet nämlich darauf, dass irgendwo ein Webserver läuft. Die dependet darauf, dass wir eine Selenium-Verbindung haben und die dependet darauf, dass wir einen User haben. Und dann ruft sie irgendwie die Login-Seite auf, sucht sich das Formularfeld mit so einem CSS-Selektor, wo sie die E-Mail-Adresse eintragen muss, trägt die E-Mail-Adresse ein, Passwort habe ich weggelassen, weil kein Platz auf der Folie mehr war, sucht sich den Button zum Abschicken, klickt den Button und ist dann fertig. Und so kann ich dann einfach, wenn ich nachher einen Test schreibe, der jetzt halt nicht mehr Test heißt, sagen, ich hätte gerne so einen Locked-In-Client und kriege dann das einfach schon gemacht und muss ich mich nicht mehr drum kümmern.
Dann habe ich hier noch so eine kurze Konfigurationsfunktion, die von PyTest Selenium irgendwie bewendet, wo ich sagen will, okay, ich will diesen Chrome im Headless-Modus und ich würde gerne Screenshots mit 1024 mal 768 Pixeln machen, wie auch immer. So, und jetzt war das schon alles. Jetzt kann ich loslegen und wenn das jetzt einmal aufgesetzt ist, wird es nur noch super schön. Denn meine tatsächlichen Definitionen, was für Screenshots ich jetzt haben möchte, sehen so aus. Ich definiere eine kurze Python-Funktion, die sagt, ich möchte hier einen Screenshot von der Liste der Veranstalter machen. Damit ich das machen kann, hätte ich gerne einen laufenden Server, einen Veranstalter in der Datenbank und einen Selenium-Client, der schon eingeloggt ist. Jetzt sage ich, gehe mit diesem schon eingeloggten Client bitte hier auf die Liste der Veranstalter, mache einen Screenshot, das ist eine kurze Helper-Funktion, das sind zwei Zeilen, das ist nicht spannend, und lege mir den als Datei ab. Fertig. So einfach kann ich mir jetzt meine Screenshots definieren, die ich haben möchte. Und das kann ich mit so ganz einfachen, hier zeigt mir nur diese Liste machen, aber da kann ich mich auch kompliziert mit Formulare ausfüllen, durch mehrschrittige Formulare durchhangeln. Das ist alles kein Problem mit Selenium. Sehr einfach zu benutzen. Und ausführen ist genauso einfach. Ich sage PyTest und dann den Ordner, in dem die ganzen Dinger liegen. Dann wartet man halt irgendwie. Ich meine, sind jetzt irgendwie so 15 Screenshots in 9 Funktionen, die ich mache. Das dauert halt ein Weilchen, weil er sich jedes Mal wieder einloggen und Browser starten und so weiter muss. Aber ich muss nur einmal diesen Code schreiben, kann ihn jederzeit nur ausführen, habe jederzeit aktuelle Screenshots von meiner Software. Wer sich das angucken will, kopieren will, um es irgendwie für eigene Projekte zu verwenden, findet es auf GitHub unter Pretix Screenshots. Es ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Es ist nicht viel mehr Code, als ich gerade gezeigt habe, außer halt mehr Funktionen für die einzelnen Szenen. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr schön zu lesen und sehr übersichtlich. So, was könnte man da jetzt noch wollen? Jetzt könnte man zum Beispiel vermutlich sogar über so Fixtures relativ automatisch sagen, so, jetzt machen wir alle diese Screenshots, die mit englischen Pretix gemacht hast, nochmal mit deutschen Pretix. Zack, fertig, ich muss nicht nochmal mich einen halben Tag lang hinsetzen, von Hand irgendwie Screenshots machen, von allen möglichen Dingen, Testdaten einstellen, sondern ich kann einfach die Sprache umstellen und kriege einen Ordner voll Bilder. Was ganz cool wäre, was in Chrome leider nicht geht, wäre Full-Page-Screenshots, also die nicht nur die Bildschirmgröße präsentieren, sondern halt die komplett runterscrollen und es dann so als Bild zusammensetzen. Das macht Chrome Headless derzeit noch nicht mit. Das kommt vielleicht eines Tages, sonst müsste man dafür vielleicht auf Firefox wechseln oder so. Wobei Firefox hat nicht so einen Headless-Modus, da muss man dann mit Virtual X Servern und alles nicht so spaßig. Was mir auch noch fehlt, ist, wo ich noch nicht weiß, ob ich das mit Chrome hinkriege oder ob ich dafür Firefox baue oder ob das gar nicht so einfach ist, ich hätte diese Screenshots gerne in höherer Auflösung. Gerade wenn man die irgendwo im Druck verwendet, hätte ich die gerne. Ja, halt so, wie der Browser sie für ein Retina-Display rendern würde. Das andere, was mich interessieren würde, wäre einen ähnlich einfachen und bequemen Weg zu finden, das für Android-Apps zu machen. Da habe ich nämlich genau das gleiche Problem. Ich habe dadurch, dass ich in einem meiner anderen Projekte halt Android-Apps für öffentliche Bibliotheken baue und für einige Bibliotheken eben auch maßgeschneiderte Apps, habe ich so 18 Apps im Google Play Store für die Stadtbibliothek Wien und die Stadtbibliothek Bremen, die haben jeder ihre eigene App. Und im Play Store muss man immer Screenshots mit hochladen von den verschiedenen Funktionen. Einmal für ein Telefon, einmal für ein 7-Zoll-Tablet, einmal für ein 10-Zoll-Tablet. Das heißt, wenn ich tatsächlich ist teilweise mittlerweile der größte Aufwand am Erstellen so einer App, das Machen der Screenshots, das kostet dann irgendwie eine Stunde. Und das ist super ätzend und das hätte ich gerne auch so automatisch. Ja, das sind so die Sachen, die ich mir in dem Projekt noch vorstellen könnte, aber ansonsten bin ich erstmal glücklich, dass ich nie wieder von Hand Screenshots von Pretix machen muss. Damit bin ich in 14 Minuten perfekt in der chaotischen Viertelstunde geblieben und freue mich, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen dazu habt. Christian? Ja, wie auch immer. Bezüglich Headless-Mode und wie du das Ganze verwandeln kannst, es gibt solche Docker-Standalone-Container von Selenium. Die sind auch ganz lustig, dann, wenn du es in der CI laufen lässt, du dich auch nicht um alles andere kümmern möchtest. Ich habe noch nicht in die Details eingearbeitet, die einfach nur so verwendet. Das würde dir vermutlich auch, dann kannst du auch Firefox quasi Headless fahren. Also ich vermute, dass das einfach X-Virtual Feedback, also XVFB heißt das Ding, glaube ich, spielt. Das ist so ein Wrapper-Skript, mit dem du Firefox oder beliebige andere Programme starten kannst und das halt einen X-Server emuliert.
Ich habe früher Selenium intensiv dazu benutzt, um Pretix zu testen. Ich habe Selenium vor einem Jahr hochkant aus Pretix rausgeschmissen, aus den Tests, weil es gerade, wenn du es auf so einer CI laufen lässt, super flaky ist, super random Sachen failen, die völlig unreproduzierbar sind und alles nur frustrierend und langsam ist, und würde es zum Testen nur noch verwenden, wenn ich wirklich muss. Für sowas ist es ganz nett, weil es läuft nirgendwo automatisch, niemand schickt mir eine nervige E-Mail, wenn es mal bricht, und wenn ich es halt zweimal ausführen muss, damit es tut, ist halt auch egal. Ja. Kannst du dem Chrome beliebige Bildschirmgrößen geben? Ich denke, dann ja. Dann könnte man... Die Frage ist, ob ich ihm ein Zoom-Level übergeben kann. Wenn du mal ein großes Screenshot brauchst. Also ja, das wäre unter Umständen die eine Lösung, dann musst du halt irgendwie erkennen, wo du abschneidest. Ja. Genau, das ist, was ich noch rausfinden muss, ist, ob man ihm einfach irgendwie einen Zoom übergeben kann, weil so kriegt man das HDPI halt mit hin. Also in Firefox, so, ja. Firefox hat ja so einen integrierten Screenshot-Modus. Also wenn du in Firefox über die Developer-Tools eine Gerätegröße emulierst, dann kannst du ihm da HDPI sagen und da coole Screenshots machen. So habe ich die letzten händischen Screenshots gemacht. Muss ich noch hingucken, wie man das jetzt hier so irgendwie hinkriegt. Sonst noch Fragen? Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Chaos-Treff noch.